Wir haben in dem letzten Q&A schon ein paar Fragen beantwortet. Und auch heute geht's weiter mit Fragen. Existenziellen Fragen. Wer bin ich? Was soll aus mir mal werden? Wo geht's mit mir mal hin, wenn ich alt bin? Wer ist Gott? Wie meint er oder sie es vielleicht gestrickt? Es gibt endlose Fragen. Und ich könnte immer, immer weiter fragen. Ihr kennt das aus eurem Leben. Ganz viele Fragen, ja, die habe ich für mich persönlich. Und es gibt auch eine ganze Reihe von Fragen, die teilen wir miteinander, weil es große Lebensfragen sind. Mit den Fragen ist das aber auch so eine Sache. Wenn ich nämlich Fragen frage, dann bin ich schon begrenzt in dem Antworthorizont. Wenn ich dich zum Beispiel frage, wie heißt du, dann kannst du nur angemessen antworten, indem du mir deinen Namen verrätst. So ist das mit ganz vielen anderen Fragen auch. Ich will damit überhaupt nicht sagen, dass wir irgendwie falsche Fragen stellen. Ich will das Problem aufmachen. Denn egal, wie offen wir eine Frage gestalten, wir geben damit schon einen Horizont vor. Es ist so ein bisschen so, wie wenn wir mit unserem Handy durch die Gegend laufen und ein Foto machen wollen. Ein Foto von einer richtig schönen Landschaft, vielleicht einen Sonnenuntergang. Und indem wir dieses Handy da halten, dann haben wir nur einen kleinen Ausschnitt von dem, was die Fülle dieses Untergangs eigentlich bedeutet. Wir werden deshalb auf viele Fragen nicht wirklich eine Antwort kriegen. Vor allen Dingen auf diese großen Fragen nach dem Sinn des Lebens oder nach dem Warum von manchen Dingen. Rückblickend können wir manchmal sehen und erkennen, ja, warum dies oder jenes geschehen ist. Aber manches wird auch nach unfassbar langen Monaten und Jahren nicht klar werden. Nie klar werden möglicherweise. Fragen bleiben offen. Ich glaube, das ist eine Grundwahrheit unseres Lebens. Bei einer ganzen Reihe von Fragen ist das auch nicht so ein großes Problem. Aber es gibt einfach Fragen, die bedrängen so richtig. Die bedrohen mich fast und lassen mich zweifeln an mir, an dem Leben und daran, ob es einen Gott gibt. Ob dieser Gott es möglicherweise sogar gut mit mir meinen könnte. Und ich frage mich manchmal, ja, wie ist das eigentlich, wenn ich gar nicht genug glaube? Wie kann dieser Gott an mir festhalten? Mir hilft dabei so eine alte Geschichte. Wenn ich mir vorstelle, ich kletter so einen richtig steilen Berg hoch und rutsche ab und kann mich nur noch im letzten Augenblick festhalten an so einem Ast, der da wächst. Und ich frage dann auch nicht, ist dieser Ast stabil genug? Naja, vielleicht frage ich es mich, aber es macht keinen Unterschied für diesen Ast. Entweder er trägt oder er trägt nicht. Ja, wie ist das eigentlich, wenn ich gar nicht genug glaube? Im Glauben geht es zum Glück nicht darum, wie stark ich bin oder wie fest ich halten kann, sondern darum, dass Gott hält. Dich und mich. Und das wünsche ich dir. Dass Gott dir die Augen dafür öffnet, wie oft er in den schweren Zeiten deines Lebens der Ast war, der dich gehalten hat. Amen.